Die Einladung ist, bei jeder Position und bei jeder kleinen Bewegung wirklich Zeit zu nehmen. So, als hättest du die ganze Woche Zeit für diese eine Stunde und für diese eine Bewegung. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Du stellst die Hände unter deine Schultern und die Knie unter deine Hüften. Und wir beginnen mit einigen Bewegungen Katze Kuh. Die Wirbelsäule mit der Ausatmung nach oben schieben, den Kopf senken. Mit der Einatmung die Wirbelsäule sinken lassen, den Kopf heben. Im eigenen Atemrhythmus ein und aus. Auf und ab. Du kannst die Augen geöffnet halten oder schließen und das einfach erstmal benutzen, um den Körper für heute zu spüren, um die Matte unter dir zu spüren und um den Rhythmus deines Atems im jetzigen Moment zu spüren und mit ihm zu gehen. Wir bringen Atem, Bewegung und Wahrnehmung zusammen. Vielleicht, nur vielleicht, kannst du beginnen zu genießen, wie sich die Wirbel auseinanderstrecken, wie die Wirbelsäule zwischen den Schulterblättern einsinkt. Wie dein Hals und Nacken in Bewegung kommen. Und eine neutrale Position einnehmen. Von hier aus wirklich langsam in Zeitlupentempo bringst du ein Bein nach vorn zwischen deine Hände, setzt den Fuß auf und stellst den anderen Fuß dazu, sodass du in der stehenden Vorwärtsbeuge ankommst. Die Füße sind parallel, gerne auch ein bisschen auseinandergenommen. Und hier lässt du Kopf, Nacken, Schultern und Arme hängen. Auch wenn wir die Atmung durch die Nase ein- und ausströmen lassen, kannst du während der Yin-Yoga-Praxis immer wieder mal den Mund öffnen, sodass dein Unterkiefer sich lockert und deine Zunge. Die Knie dürfen gerne leicht gebeugt sein, sodass es angenehm für deinen unteren Rücken ist in dieser Position. Du kommst in diesem Moment in der Zeitlosigkeit an. Und roll dich von hier im Zeitlupentempo nach oben hin in den Stand. Spür Wirbel für Wirbel.
mit den Zehen mal in den Boden hineinkrallen, um deinen Stand zu festigen. Nimmst die Schultern einmal nach oben und rollst sie nach hinten zurück. Bring die Arme nach oben, die Schultern entspannen. Mit der nächsten Ausatmung setzt du dich in deinen Stuhl. Im Stuhl schiebst du den Bauchnabel etwas Richtung Wirbelsäule, sodass dein unterer Rücken lang wird. Entspannst die Schultern. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule, dein Nacken gerade. Und mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme in eine Winkelhaltung oder Kronleuchterhaltung, winkelst sie an und schiebst sie nach hinten, sodass dein Brustbein nach vorne kommt und den Kopf kannst du heben. Atme hier ein und mit der nächsten Ausatmung bringst du die Arme nach vorn, die Unterarme kommen zueinander, du rollst den Rücken nach hinten. Mit der nächsten Einatmung streckst du die Beine und kommst in den Tisch. Oberkörper ist parallel zum Boden, die Arme schiebst du nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung lässt du den Oberkörper sinken. Die linke Hand bringst du zum Boden, den rechten Arm hebst du hoch zur Decke, drehst dich auf. Mit der Ausatmung kommt der Arm zurück. Mit der Einatmung hebst du den anderen Arm. Ausatmen, bringst du ihn zurück. Und einatmend rollst du deinen Oberkörper zurück in den Stand. Einatmen, Arme heben, ausatmen, Stuhl, einatmen, Winkelhaltung, heb den Blick, ausatmen, Rücken wird rund, der Kopf senkt sich. Ein, du tauchst nach vorn, die Beine sind gestreckt, aus, du lässt den Oberkörper sinken. Einatmen, der linke Arm, ausatmen, Mitte, ein, der rechte Arm, aus, Mitte, ein- und ausatmen, bleibst du in der Vorwärtsbeuge. Beugst die Knie und kommst in die Hocke. Schließt die Hände um deine Knie, setzt dich zum Boden und rollst dich mit dem Rücken vor und zurück. Landest du in der Rückenlage. Und hier kannst du gern schon mal zu deiner Decke greifen, eine Rolle daraus bilden und sie unter deine Oberschenkel oder Knie legen. Spür deinen Körper, festen Boden unter dir. Das Einsinken deines Körpers. Und du kannst beide Hände auf deinen Bauchraum legen, sodass die Fingerspitzen sich berühren. Mit der Einatmung hebt sich die Bauchdecke. Und die Fingerspitzen gehen auseinander.
Mit der Ausatmung senkt sich die Bauchdecke und die Fingerspitzen berühren sich wieder. Wenn dein Verstand sehr aktiv ist, kannst du mit der Einatmung auf 4 zählen. 2, 3, 4. Mit der Ausatmung 2, 3, 4. Du kannst dir vorstellen, du atmest Zeit ein. Und Anspannung aus. Von hier gehen wir weiter zur ersten Yin-Position. Du stellst dazu beide Füße auf, hebst das rechte Bein und legst den rechten Knöchel auf deinen linken Oberschenkel. Das Nadelöhr. Die rechte Hand greift durch beide Beine hindurch und die linke greift von außen. Du hebst also auch das linke Bein und fasst mit deinen Händen an die Rückseite deines linken Oberschenkels, sodass du beide Beine zu dir heranziehst. Den Kopf legst du entspannt ab und deine Schulterblätter lässt du Richtung Boden sinken. Wenn das für dich nicht gut geht, könntest du alternativ einen Kissenblock oder die gefaltete Decke unter den linken Fuß legen und hast hier so eine leichte Variante. Schau, wie du eine angenehme Dehnung hinbekommst. Lass mit jeder Ausatmung etwas mehr los. Darauf achten, dass dein unterer Rücken angenehm schwer am Boden aufliegt. Du kannst darauf achten, dass deine Schultern immer mehr Richtung Boden schmelzen. Unterkiefer entspannt ist und der Hinterkopf angenehm einsinkt. Es ist an der Zeit, einen tieferen Atemzug zu nehmen und vielleicht sogar ein wenig zu seufzen mit der Ausatmung.
Falls du ein Kissen unter deinem Fuß hast, schiebst du es zur Seite, löst deine Finger und stellst den linken Fuß wieder zum Boden. Das rechte Bein bleibt noch gewinkelt. Du bringst beide Arme etwas abseits vom Körper, legst sie am Boden ab und lässt die Knie zur rechten Seite sinken. Das angewinkelte Bein bestimmt die Richtung, sinkt nach unten Richtung Boden. Bevor du hier in die Entspannung gehst, überprüf nochmal, ob das jetzt die richtige Lage für dich ist oder ob du vielleicht deine Decke oder dein Kissen unter die Beine legen möchtest oder zwischen die Beine. Sodass so wenig Zug wie möglich auf den Beinen lastet, so wenig Anspannung. Um die Stellung zu verlassen, löst du jetzt zunächst mal den rechten Fuß vom linken Bein, falls noch nicht geschehen, und schiebst beide Knie zurück zur Mitte. Legst die Arme neben deinen Körper und lässt die Beine ausgleiten. In deiner Zeit stellst du einen Fuß auf und den anderen. Du hebst das linke Bein, legst den linken Knöchel auf deinen rechten Oberschenkel. Das linke Knie fällt nach außen. Du hebst dein rechtes Bein. Die linke Hand schiebst du zwischen beiden Oberschenkeln hindurch, durch die Öffnung. Die rechte Hand greift von außen, findet die linke Hand. Und dann kannst du deinen Hinterkopf entspannt ablegen.
als Variante gerne wieder einen Block oder Decke unter den rechten Fuß geben. Es darf angenehm ziehen, sobald es jedoch wirklich weh tut, dann verändere etwas an deiner Position. Wenn du deine Lage gefunden hast, entspannst du den Körper noch etwas mehr. Lass die Zehen deines rechten Fußes nach unten sinken. Deine Atmung sanft und leicht fließen. Lass die Schultern tiefer sinken. In deiner Zeit bringst du deinen rechten Fuß zurück zum Boden. Löst die Hände, legst sie seitlich abgespreizt vom Körper ab und lässt deine Knie zur linken Seite sinken. Nimmst dir hier eine Decke oder ein Kissen als Unterlage für den linken Oberschenkel, wenn du möchtest. Und atmest in die Drehung hinein, in deine Wirbelsäule.
lässt du jetzt den linken Fuß vom rechten Oberschenkel gleiten und hebst die Knie zurück zur Mitte. Mit Genuss und mit Zeit legst du die Arme zurück neben deinen Körper und lässt die Beine eins nach dem anderen ausgleiten. Stellst du jetzt einen Fuß nach dem anderen auf und greifst zu Kissen oder zu gefalteter Decke oder zu beiden. Du hebst dein Becken, legst die Decke darunter und oder legst dein Kissen darunter. Heb dein Becken gerne richtig hoch, so als würdest du in die Schulterbrücke gehen, in die klassische, und senk es dann auf deinem Kissenberg ab. Die richtige Höhe hast du dann, wenn deine Schultern unterhalb des Beckens sind, die Fußsohlen noch angenehm aufstellen kannst und du dein Becken, deinen unteren Rücken hier angenehm abgeben kannst und sich dein Brustbein angenehm nach oben schieben kann. Die unterstützte Schulterbrücke. Du darfst auch gerne ausprobieren, wie es sich für dich anfühlt, wenn du die Arme hinter deinen Kopf gibst und dort ablegst am Boden. Vielleicht freut sich dein Körper hier, wenn du ihm tiefe Atemzüge schenkst.
In deiner Zeit bewegst du deine Arme zurück neben deinen Körper. Und schaust mal, wie es hier für dich geht, ein Bein nach dem anderen Richtung Decke zu schieben. Es kann sein, dass dein Kissenberg da jetzt heute zu hoch ist. Dann nimmst du dir die Zeit, die Beine wieder aufzustellen, das Kissen oder die Decke darunter hervorzunehmen, sodass dein Becken flacher liegt. Bis dem Seegras gelandet, im unterstützten Schulterstand. Im Vergleich zum klassischen Schulterstand dürfen die Beine hier ganz locker sein, leicht gebeugt vielleicht. Die Füße bleiben entspannt. Deine Knie lässt die und schiebst die Knie zu dir heran Richtung Brust. Ein Fuß nach dem anderen kehrt zurück zum Boden. Du hebst dein Gesäß und schiebst das Kissen oder die Decke Richtung Oberschenkel oder unter deine Knie. Findest eine angenehme Rückenlage jetzt für deine Endentspannung, in der wir schon angekommen sind.